Du weißt hoffentlich noch, was wir machen müssen. Hier bei Let's Play Eterna mit eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Denn ich habe absolut keine Ahnung mehr. Wir müssen wahrscheinlich in dieses Schlösschen unten in Schwanstein. Nee, genau, das war die Story. Wir wollten erstmal in diese Höhle hier reingehen. Genau. Ich erinnere mich daran, dass wir erstmal noch eine Höhle erkunden wollten, die wahrscheinlich voller fieser Gegner ist. Wir müssen auf jeden Fall was zum Abspeichern. Ist das nicht die Höhle, in der wir schon mal drin waren? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Stimmt, aber wir sind da. Nee. Es scheint eine andere Höhle zu sein. Das ist eine andere Höhle. Die Spinnennetze sind auf jeden Fall neu. Na gut, dann schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Kannst du bitte mal. Ach, warte mal kurz, bitte kannst du wieder zurückgehen? Wenn du so durch eine Höhle läufst, musst du dich nicht wundern, dass du am Ende keine Orientierung mehr hast. Hä, natürlich habe ich Orientierung. Also bitte, Steve. Das hier ist einfach nur eine große leere Höhle. Ohne Inhalt. Ja, wir wollen jetzt aber gezielt abgehen und sagen, fahren wir, siehst du, da hast du eine Spinne. Mal gucken, ob der ans Platz macht. Wald. Höhlenspinne taucht auch. Na, wir probieren es erstmal mit der guten alten Enter-Technik. Okay, die Spinnen machen uns bisher ähnlich viel Schaden wie die anderen Gegner. Merkt ihr einfach, wir sind momentan erstmal am rechten Flügel dieser Höhle. Genau. Jo, ich möchte jetzt immer so von links aus gesehen sagen, so abgehen. Ne? Aber wir wissen doch aus Hidden Quest, dass links immer die Story ist. Das ist keine gute Idee, Steve. Wir müssen nach rechts gehen. Ich erinnere mich nicht an Hidden Quest. Ich wünschte, dieses Spiel würde Parallelen zu Hidden Quest aufweisen, um ehrlich zu sein. Tut mir leid, also ich habe da doch eher einen guten Eindruck, wenn ich jetzt das jetzt mit Eterna vergleiche. Ja, wenn du es gleich mit Eterna vergleichst, ja. Okay, diese Höhle ist, ich meine, die Höhle ist gigantisch, aber die Frage ist, wieso? Warum ist diese Höhle so extrem überdimensioniert gerade? Warum nicht? Weil das irgendwie, es erinnert mich so ein bisschen an Vampire's Throne und Unleashing of Chaos, wo viele Dimensionen für wenig Inhalte. Vampire's Throne, bestes RPG-Maker-Spiel? Und dann Unleashing of Chaos, bester Vampire's Dawn-Klon. Das fühle ich offensichtlich, ne? Nicht so wie Demon's Dream, das ein Unleashing of Chaos-Klon war. Also Demon's Dream, Leute, ich hab das Spiel ja gespielt, ja? Also... Ihr könnt euch auf dem Kanal von Kurujin ein Let's Play, ich glaube von Demon's Dream 2, oder gibt's nur einen Teil? Nee, es gibt nur einen Teil, es gibt auch eine Remastered-Variante. Vielleicht hat er das Remaster gespielt, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe auch das Remaster gespielt und das Schlimme ist, dass das Spiel immer noch schlechter ist als Unleashing of Chaos. Bitte, bitte. Es kann gar kein Spiel geben, das viel schlechter sein könnte. Also ich hatte bei Unleashing of Chaos Spielen mehr Spaß. Ja? Und weniger Gamebreaker. Weniger Gamebreaker. Und das Schlimmste ist noch, was der Macher dazu im Forum geschrieben hat. So geil. Pass auf, ihr müsst euch vorstellen, es gibt so ein Schiff. Ne? Also ihr seid mit einem Schiff unterwegs. Und dann habt ihr so eine Insel, wo ihr anlegen könnt. Und ihr habt 6 Anlegepunkte. Und dann habe ich angelegt und bin gleich sofort in ein geheimes Gebiet reingegangen. Und damit konnte ich das Schiff nicht mehr betreten, weil ja vor dem Schiff das geheime Gebiet war. Und dann meinte ich so im Forum, ey, ja, es gibt ja schon die Möglichkeit, dass man dann nicht mehr ins Schiff reinkommt. Naja, da hast du dir eine 6-Chance getroffen, kann passieren. Guck mal, dafür, dass wir die Gegner besiegt haben, haben wir auch etwas bekommen, nämlich eine Heilwurzel. Das hat sich ja richtig gelohnt, oder? Können wir ebenfalls speichern? Machen wir erstmal den linken Bereich. Also, jetzt ist alles noch der rechte Bereich. Nee, wir sind immer noch im rechten Bereich. Ich weiß auch nicht, warum wir. Jetzt sagen wir mal auch immer für Speicherung beginnen. Es ist ein bisschen ungewohnt, ja, aber ich finde es ganz nett, dass daran gedacht wurde, dass diese Höhle ja vielleicht doch ein bisschen größer und länger sein könnte. Vielleicht gab es auch in dem zentralen Bereich noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich schon. Ich bin ja einfach direkt hier nach rechts gelaufen. Aber du weißt ja, wie ich sowas anpacke. Ich sage dazu jetzt einfach nichts mehr. Das ist mir einfach, wenn du was verpasst hast, hab ich jetzt Pech gehabt. Das ist dann nicht so. Ich verpasse absolut nichts in dem Spiel. Denkst du jetzt etwa, wir laufen jetzt durch diese Höhle und dann kommt dir plötzlich Story? Schau dir das mal an, Erik. Wir sind direkt am Ende der Höhle. Let's Play Retro findet einfach immer den richtigen Weg innerhalb von 4 Minuten. Was ist denn? Ups. Wie zum Teufel ist das jetzt passiert? Kannst du nicht aufpassen, wo du hinläufst? Ich stehe jetzt mit in einem riesigen Spinnennetz. Warum kommen jetzt eigentlich so viele Satzzeichen auf einmal? Sind das jetzt Rudeltiere geworden? Ach, komm schon, ey. Den Witz hast du von Eternal Games geklaut. Das ist ganz, 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 ganz bitter. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, dass mich dieses Spinnennetz hier an den Dekubaum erinnert. Da gab es ja auch so ein Netz, wo man dann von weit oben springen musste und das dann... Ja. Erinnerst du dich daran? Ja, natürlich. Das erste Dungeon. Ist ja schon gut. Und dir ist ja nichts passiert. Immerhin, den ersten Dungeon des Spiels hast du durchgespielt. Also wäre das ein Steam-Game, dann hätten wir wahrscheinlich durchschnittliche Spielzeit 10 Minuten. Die Leute finden nicht mal das erste Schwert. Das wäre so geil, wenn du dann Zelda spielst, dann findest du so das Schwert. 5% aller Spieler haben diese Errungenschaft erhalten. Wow.
Es ist so krass bei, ich weiß gar nicht was, Civilization, nee, bei irgendeinem Anno-Teil, wurde dann irgendwie gesagt, ja, 10% der Spieler haben eine zweite Siedlung gegründet. Und dann so GameStar, dann gefragt, ja, wann gründet man so die zweite Siedlung? Naja, nach einer Spielstunde. Aber gleich passiert was, wenn du dir nicht schnell was einfallen lässt. Bin schon dabei. Interessant, wie der andere Charakter irgendwie hat nicht auftaucht. Ja, das wusste ja keiner, dass er zu dem Zeitpunkt bereits in der Story ist. Und warum können wir die Spinnen plötzlich one-hitten? So, Problem gelöst. Und was ist denn los? Nichts Besonderes. Ich habe alles noch Kontrolle. Erik wollte einfach nur gerade mit seiner Love Interest rummachen und da kommt plötzlich Cockblock-Dame. Und Cockblock-Monster. Das wir nicht sehen können. Oh, eine große Spinne. Da habe ich dich ja gerade noch mal rechtzeitig befreit. Sieht ganz so aus. Hi. Wie wär's mit ein bisschen mehr Dankbarkeit? Weißt du, was ich lustig finden würde, wenn jetzt die Höhle danach einfach zusammenstürzt? Wegen dir bin ich erst in dieses Netz gefallen. Schon gut. Lass uns unsinnige Streiterei. Wir müssen uns erstmal um die Spinnen kümmern. Ja, wenn die Höhle danach zusammenfällt, dann habe ich eben was verpasst. Da kann ich ja nichts für. Mach bitte mal die Höhlenspinnen zuerst kaputt. Ja, ich weiß, wir machen erstmal die Höhlenspinnen. Wir machen die erstmal mit Entern kaputt. Ich denke auch, das ist genau, sinnvoll. Die Höhlenspinnen Enter mal weg. Und dann machen wir unsere Spells auf die große Spinne. Ich muss ehrlich gestehen, ich bezweifle auch einfach, dass die große Spinne besonders viel kann. Ich meine, warum sollte sie das bisher der App... Schlimmste Endgegner bisher, der konnte Schwäche auf uns machen. Und siehst du, der kann Schlaf auf uns machen. Das ist nervig, weil wir das nicht heilen können. Oh, wir werden langsamer. Das ist ja noch... Ja, das ist schon... So, und jetzt können wir... Jetzt sind wir wieder aufgewacht, sehr schön. Jetzt können wir unsere... Können wir unsere Technik machen. Genau. Keine Sorge, das war keiner, der eine Technik gemacht hat. Oh, das ist ja verhältnismäßig wenig Schaden, den wir auf die Spinne machen. Ja. Aber Spinnen haben ja auch ein dickes Fell. Schlafgas, das gefällt mir nicht. Ah. Ist nur Lena eingeschlafen, die macht sowieso nicht besonders viel. Richtig. Wir holen uns von der Langsamkeit, wie das auch immer funktioniert. Ja, gut, dann entern wir jetzt mal. Dann entern wir das Schiff. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade ein Lag war oder... Ja, es war einfach, ja, irgendwie ein bisschen random, aber der Angriff vom Gegner hat einfach ein bisschen Vorbereitung. Kann unnötig. Jetzt mal Lena... Okay, machen wir entern noch weiter. Ich kann, glaube ich, noch eine Runde weiter entern. Lena ist aufgewacht, sehr schön. Genau, und dann kann Lena sich mal selbst heilen. Genau, dann kann Lena sich mal selbst heilen. Und die anderen dürfen weiter einen Enter drücken. Oder mit ihrem Schwert zuschlagen, aber das läuft ja auf Selby hinaus. Ja, genau. Lena hat einfach mal Erik, warum nicht? Ist irgendwie schade, dass der Zauber immer nur 40 heilt und auch nicht mehr. Also bei manchen Spielen ist es ja so eingestellt, dass man dann mehr heilt, wenn die Intelligenz höher ist, ne? Ja, genau, was dann mit Intelligenz skaliert, aber hier skaliert es halt mit nichts. Und ich kann sich mal selber heilen wieder. Nee, sie hat 102, sie kann aber mal... Deswegen war es ja perfekt. ...die Tara heilen. Sie kann auch einfach einschlagen. Ich glaube, das ist wesentlich sinnvoller, wenn wir den Gegner mehr Schaden machen. Aber siehst du, 13 Schaden ist doch echt ordentlich. Ich meine, der Gegner macht uns höchstens 9 Schaden mit einem Angriff. Ja. Außer er spuckt Säure, dann macht er 20, aber das macht er nicht so oft. War ziemlich lang und ausdauernd dafür, dass der Gegner nicht besonders viel gemacht hat. Hoffen wir mal, dass jetzt die Höhle einstürzt. Vitara Stufe 7, sehr schön. Nix am Einstürzen, schade. Kugel gefunden. Aha. Wir es nicht kommentieren oder so? Wir haben gerade einen Boss bekämpft und es wird nicht kommentiert. Naja, wir sind ja glimpflich der Situation entronnen. Also was soll das da jetzt groß sein? Jetzt gehen wir erstmal so links rum lang, genau. Genau. Und jetzt können wir eigentlich schon wieder fast zurückgehen, weil ich glaube nicht, dass... Oder ist hier noch... Hier waren wir noch nicht gewesen, genau. Die Höhle ist ja echt gigantisch. Ja, ich denke mal, die Höhle werden wir jetzt in den kompletten Part machen. Super, da freue ich mich ja schon richtig drauf. Bitte ein bisschen mehr Abwechslung. Wenn die Höhle wenigstens schön wäre oder wir Gegenstände finden würden. Und wenn auch mehr als so ein Gegner hier drin wäre, so verschiedene Gegner, ne? Also Gegnertyp meine ich. Also. Das ist eben eine Spinnenhöhle, die wird einfach nur von Spinnen behaust, ansonsten gibt es hier keine anderen Lebewesen. Die Spinnen haben bereits alles aufgefressen. Kann es doch große und kleine Spinnen geben. Gab hier eine Endgegner-Spinne und ansonsten Generic Spiders. Oh, Level Ups, sehr schön. Da hinten liegt doch was rum. 20 Goldmünzen, haben wir die jetzt auch wirklich gefunden? Keine Ahnung. Dafür müssten wir eigentlich die Events kontrollieren, weil wir bekommen sowieso immer Geld, wenn wir die Gegner besiegen. Deswegen haben wir das nicht so wirklich auf dem Schirm. Und die Sache ist, wir geben unser Geld auch nur in bestimmten Maßen aus, weil wir können ja auch keine Waffen oder Rüstungen kaufen. Nee, weil es immer nur das Zeug, was wir schon haben, ist ja klar. Das ist echt total komisch, ja, und wir finden aber auch nichts. Also ich bin ja mal gespannt, ob wir im Laufe des Spiels überhaupt noch eine neue Waffe und eine neue Rüstung finden. Oder
Vielleicht machen wir. Sinn, wenn nicht. Vielleicht machen wir auch einfach bis zum Ende des Spiels immer nur so 15 bis 20 Schaden. Okay, hier ist ansonsten scheinbar nicht mehr so viel. Ein zerbrochenes Schwert, das wir nicht mitnehmen können. Hinten. Ja, wir waren für die 20 Gold. Wow, 20 Gold und zwei Gegner. Fett. Ja, nach links hier. Ich denke auch, dann war es das sogar. Dann dürfen wir hiermit komplett durch sein. Genau, jetzt können wir wieder speichern und dann können wir den linken Bereich untersuchen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir erstmal nach oben gehen. Nee, links. Na gut, dann gehen wir erstmal nach links. Wehe, da geht jetzt die Story weiter. Ich denke, da gibt es noch eine zweite Kugel. Kannst du bitte mal schauen, wie viele Lebenspunkte wir haben? Haben wir Lebenspunkte verloren? Ja, wir verlieren welche durch den Shit. Und guck mal, das ist eine große. Achso, schon gut. Machen wir weiter. Nach unten bitte zuerst. Du hast wirklich echt Probleme. Aber na gut. Sonst musst du dich zuerst später damit hier zurechtfinden in der Höhle. Ich hatte doch jetzt bisher auch gar keine Probleme, mich zurechtzufinden. Ein Zauberpilz, sehr schön. Die Macht des Zauberpilzes, die pfeifen uns dann direkt nach dem Part erstmal rein. Oder was meinst du? So, jetzt können wir nach oben gehen. Ich sehe schon, Steve ist kein Pilzfreund. So. Da geht's weiter, also schauen wir erstmal. Weiter, genau, schauen wir erstmal nach oben. Dass die Höhle so gigantisch ist, das gibt's doch gar nicht. Schon wieder so ein Geh jetzt auch weiter. Okay, dann fangen wir, würde ich sagen, mit links hier oben an. Nein, wir fangen jetzt hier oben an. Weil das gerade näher ist. Dann nehmen wir das Item. Genau, wo Achso, okay. da ist einfach nur ein Item. Okay, Schriftrolle. Nee, warte, Speicher bitte. Also nee, geh mal drauf auf das Ding. Ich glaube, das schleudert uns hoch. Das Wasser schleudert uns hoch. Okay. Siehst du? Ist doch eine ziemlich coole Mechanik. Ausnahmsweise mal. Ja. Ja, ist doch wirklich so, also sowas. Ja, ist tatsächlich. Und hier ist ein Cavern-Rätsel, nehme ich an. Wir müssen die Dinger da draufschieben jeweils. Ja, pass auf, warte. Machen wir doch nichts? Ja, okay, dann mach das so erstmal, ja. Jetzt in die. Ja. Was? Genau, jetzt nach unten, genau. So. Noch eins nach rechts schieben, jetzt eins nach unten. Super. Genau. Kugel gefunden. Wir müssen ja scheinbar Kugeln finden in dieser Höhle. Genau, und die brauchen wir nachher am Ende in der Mitte. Ist die Höhle jetzt irgendwie plott? Wie konnten wir da runterspringen und das überleben? Wie konnten wir so komisch schräg springen? Das funktioniert nur in dieser Höhle so. Denn hier müssen wir Kugeln finden, die wir dann wahrscheinlich für irgendein. Wahrscheinlich ist dann im Mittelteil ein Rätsel, das wir noch machen müssen. Oder genau, und dann müssen wir alle Kugeln für haben. Genau. Vielleicht finden wir hier oben direkt die nächste Kugel. Ein Lebenselixier. Sehr schön. Muss doch auch was. War die Fontäne gerade eben hier hinten? Ja. War gerade eben irgendwie ganz, ganz komisch verschoben. So, und dann können wir jetzt wieder nach rechts gehen. Jetzt können wir in die Mitte gehen. Du meinst hier noch? Vorsicht. Stimmt. Wir müssen jetzt schon. Dann müssen wir einfach nur durchgehen. Ja, genau. Wir haben hier schon alles erkundet. Gehen wir weiter schnell. Super. Ja, und selbst wenn uns das jetzt 5 Schadenspunkte gemacht hätte, ist auch nicht, auch nicht das Ende der Welt. Und dann gehen wir doch mal hier oben lang und setzen Kugeln ein. Siehst du da 3 Kugeln? Hey, das ist das Eterna-Symbol. Okay, die Frage. Ich würde es so lustig finden. Ja. Haben wir nicht 3 Kugeln? Also wir hatten das 2 Kugeln, ja, stimmt. Wir hatten das 2. Das sieht irgendwie nach Schaden aus. Das verlangsamt uns. Das ist ja noch viel, viel besser. Oh Gott. Das ist ja ein witziges Prinzip. Ach, sind wir mal schnell wieder schnell. Aber die Höhle hat jetzt endlich mal angefangen, Elemente zu bekommen. Rechts war einfach nur langweilig. So, du hast. Oh, Vorsicht, da kommt ein Schleim, der kann uns bestimmt vergiften. Nee, kämpfen wir auf jeden Fall. Schleim taucht auf. Na, das hat ganz schön lange gedauert. Schleim auch wieder. Kein Gehen und keinen Schaden machen werden. Ich denke auch, sollten wir. Wie bitte? Ich hätte gesagt, wir brauchen für die zwangsweise Techniken, aber okay, das ist okay. Nee, ach, keine Sorge. Bitte, also als ob dieses Spiel hier Tiefgang hätte. Vor allem im Kampfsystem. Ja, da kannst du aber mal mit Lena nach dem Kampf mal kurz durchheilen. Ich überlege mir eher, ob ich nicht demnächst mal wieder zurückgehen sollte, um uns mal irgendwie in einem Hotel oder sowas zu heilen. Gibt's hier sowas? Konnten wir irgendwo übernachten oder wie funktioniert das? Eben nicht so richtig, deswegen weiß ich nicht, wo das geht. Also ich würde einfach mal vorschlagen, ich mach's mal ganz kurz, solange wir jetzt noch nicht zu tief hier hineingegangen sind. Ich meine, bisher war es ja auch noch nicht so, dass die Gegner irgendwie respawnen würden oder so. Ich weiß, respawnen Gegner gar nicht. Genau. Es wäre auf jeden Fall ganz praktisch und das ist auch tatsächlich ein sehr lobenswertes Element. Aber es würde mich jetzt doch noch mal zu sehr interessieren, ob man draußen irgendwie noch mal übernachten kann. Na, Mighty Magic ist das ja immer so, wenn, glaube ich, ein Jahr oder 2 Jahre, glaube ich, vergangen sind, dann bist du komplett geheilt.
Dann respawnen die Gegner. Achso. Da unten mit dem Bett, das sieht doch ganz gut aus. Was möchtest du? Übernachten? 5 GM, das ist doch in Ordnung. Ja. Also 5 GM, so günstig war es doch bisher noch in keinem anderen Spiel, oder? Ja. Also außer natürlich in Spielen, wo man gratis übernachten darf, ja, aber das ist leider nicht der Maßstab aller Dinge. Warum da jetzt auch gerade nur noch die Textbox war, aber das ging wahrscheinlich nicht anders. Und wieder ab in die Höhle. Ab in die Höhle und gegen Schleime gekämpft. So wie genau. So wie es richtig schön viel Spaß macht. Und die Schleime haben dasselbe Angriffsmuster. Nein. Ich finde, wir sollten unseren Kommentar hier ändern und einfach sagen, tja, hier gibt es gerade nichts zu sagen. Tja, es sind halt einfach Schleime. Punkt. Spaßiges Spiel. Punkt. Kelvin. Punkt. Punkt. Aber auch niemals Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Nein, immer nur ein Punkt, ja. Das sind komplett emotionslose Aussagen. Ich habe irgendwie hier hinten, waren wir glaube ich noch nicht. Aber nee, waren wir noch nicht. Lass uns langsamer werden. Langsamer werden macht nämlich Spaß. Wuhu! Geh bitte erst nach unten. Ich habe bisher auch noch keine Ahnung, warum wir langsamer werden. Also was bringt das bisher? Weißt du, was ich meine? Soll den Spieler einfach nur behindern. Ja, aber warum? Ist das jetzt das Rollenspielelement in dem Spiel? Ja. Die Sache ist nur, in einem Rollenspiel hat das irgendwie eine Auswirkung. Da kommen vielleicht Gegner an in einem Echtzeitkampfsystem. Du brauchst es für das Spiel dann länger. Man muss danach irgendwie eine Geschicklichkeitsaufgabe oder sowas machen. Aber hier ist es ja einfach nur... Werd langsamer. Punkt. Ja. Oh, er hat Gift gespuckt und wir wurden vergiftet. Dann kann Lena direkt... Machst du das nach dem Kampf. Du hast recht. Wir nehmen erstmal ein bisschen Schaden durch die Vergiftung und danach heilen wir sie. Haben wir jetzt Schaden bekommen? Also ich stand leider nicht da. Jetzt kannst du Gift heilen. Was ich auch lustig finde... Oh, es ist ja schon geheilt. Es ist ja schon geheilt. Ist das cool. Ist ja schon, Kevin hat mitgedacht. Oh, ein Rätsel. Oh, okay. Warte, erstmal kurz. Ah, okay. Ich muss das genau. Okay, ich muss das mal anschauen. Ja, okay, es ist einfach. Geh mal. Warte, wir müssen erstmal gucken. Was können wir denn alles davon benutzen? Okay, alles. Okay, macht das immer so nach außen, ne? Ich nehme an, dass das hier in die Mitte muss. Oder? Nee. Ich schau gerade. Also die Pfeiler links und rechts, die scheinen ja eigentlich schon gar nicht so verkehrt zu sein. Ja, genau. Aber das ist aber falsch. Das muss nach unten. Man muss irgendwie nach unten kommen. Warte. Das kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Weil so gesehen, genau, können wir das ja auch so verschieben, ne? Ja. Die Sache ist stimmt. Und das Ding muss wahrscheinlich in die Mitte da, dieses weiße Ding, das ist rechteckiger. Alles klar. Oder? Würde ich jetzt auch vermuten, ja? Das wäre auch ja, meine. Genau. Genau, super. Das wäre auch meine Vermutung. Das ist natürlich die Frage, was haben wir? Jetzt haben wir ja oben so ein Stückchen. Wie kriegen wir denn das Stückchen hier oben? Kriegen wir jetzt erstmal direkt nicht weg? Das war eigentlich jetzt nicht so gut. Ich fang's am besten nochmal von vorne an. Genau. Pass auf, warte mal kurz. Schieb mal noch nicht direkt. Ich will mal kurz was schauen. Nee, das war ja auch schon wieder Quatsch. Ja. Auch ein bisschen probieren. Es tut mir leid, Steve. Ich bin dann auch ungeduldig. Es ist wieder wie so ein typisches Kelvin-Rätsel. Der Anfang sieht irgendwie immer richtig aus, aber man macht es wahrscheinlich komplett falsch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir einfach mit dem Rätsel im nächsten. Wir werden ja einfach offscreen nochmal ein bisschen rumprobieren, dann können wir es einfach im nächsten Part dann genau lösen wir das Rätsel. Genau. Gut, dann sind wir wie immer gespannt, wie es weitergeht und würden uns wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Eterna. Tschö.